Im südöstlichen Randgebiet Mitteleuropas liegt eine Landschaft, die für die meisten von uns sagenumwoben und auf den ersten Blick fremd und weit entfernt wirken dürfte. Eine Landschaft, die im Herzen einer gewaltigen Gebirgskette liegt, die sie wie eine einzige Mauer nach Norden, Osten und Süden hin abschnürt und die trotz ihrer heutigen Ferne einst Kulturgebiet einer der größten deutschen Volksgruppen außerhalb des geschlossenen deutschen Raumes war. Diese uralte Landschaft ist das heutige Transsilvanien oder wie es auch genannt wurde, Siebenbürgen. Und damit die Heimat der Volksgruppe, um die es in diesem Video gehen soll, nämlich die der Siebenbürger Sachsen. Gelegen ist die Landschaft, die man als Siebenbürgen bezeichnet, rund 700 Kilometer von dem östlichsten Teil der BRD und rund 400 Kilometer von dem östlichsten Teil der Republik Österreich und damit des noch heute bestehenden geschlossenen deutschen Sprach- und Kulturraums entfernt. In Siebenbürgen herrscht trotz seiner südlicheren Lage und der Tatsache, dass es gen Süden hin von der warmen Walachei, im Westen von der sommertrockenen Grassteppe der Pusta und im Osten vom bessarabischen Grasland umgeben ist, aufgrund der isolierten Lage im Schatten der Karpaten ein grundlegend ähnliches Klima wie in Mitteldeutschland vor. Währenddem heute das Becken zwischen den Karpaten großteils gerodet ist, dominierten in ihm über Jahrhunderte Laub- und Mischwälder auf verhältnismäßig nassen Böden. Die ersten Siebenbürger Sachsen siedelten sich in dieser Landschaft, dem heutigen Transsilvanien, im 12. Jahrhundert und im Zuge der deutschen Ostsiedlung an. Wenngleich der Name Siebenbürger Sachsen eigentlich implementieren könnte, dass sie aus dem heutigen Sachsen kamen, stammten die Siebenbürger Sachsen eigentlich zumeist aus dem heutigen Lothringen, Wallonien, Luxemburg, dem Rheinland, dem Hunsrück, dem Westerwald und dem westfälischen Raum. Lediglich im nördlichen Teil Siebenbürgens, vor allem in der Gegend um das spätere Bistritz, ließen sich auch bayerische und thüringisch-obersächsische Siedler nieder. Aber worin lagen denn nun eigentlich die Gründe dafür, dass eine große Zahl von Deutschen aus dem Gebiet des heutigen Westdeutschlands so weit, fast 700 Kilometer östlich ihrer Heimat, neuen Siedlungsraum bezogen und sich dort zu einer eigenen Volksgruppe herausbildeten? Dort, wo sich heute die benannten Ursprungslandschaften der Siebenbürger Sachsen befinden, erstreckten sich damals im 12. und 13. Jahrhundert vor allem das Bistum Köln, das Bistum Trier und das Bistum Lüttich sowie das Herzogtum Luxemburg. Ganz gleich, woher die Siebenbürger Sachsen aber auch gekommen waren, vor Ort stand fest, dass sich ihre Geschichte schon bald in der Form ihrer Folklore festigen sollte. Kaum eine von allen deutschen Aussiedlergruppen im Osten Europas hatte eine so detaillierte Auswanderungslegende, wie sie die Siebenbürger Sachsen hatten. Was vermutlich nicht zuletzt auch ganz im Sinne der besonders heute noch sagenumwobenen Landschaft, in die sie auswanderten, von Siebenbürgen also stehen dürfte. Der Auswanderungslegende der Siebenbürger Sachsen nach war es nämlich der Hunger, in der alten Heimat, der sie von dort weg und bis nach Siebenbürgen hintrug. Am ersten Ratsplatz in Siebenbürgen, der in der Nähe des späteren Hermannstadts gelegen haben soll, sollen sich die Neuankömmlinge dann beraten haben. Ihre beiden Anführer, die Hermann und Wolf hießen, sollen als Zeichen ihrer Inbesitznahme des noch öden Landes, dort wo sie lagerten, zwei große Schwerter gekreuzt auf den Boden gelegt haben. Dieser Umstand hätte sich dann bis in die Gegenwart in dem Wappen von Hermannstadt, welches an genau dieser Stelle errichtet werden sollte, erhalten. Von dem Platz des späteren Hermannstadts aus sollen sie sich dann in zwei Hauptgruppen nach Osten und Norden verbreitet haben, wobei die eine Gruppe bis in die Gegend um das spätere Draas siedelte und die andere Gruppe im Norden sich bis um Prost niederließ. Beide Siedlergruppen sollen aber jeweils eins der beiden Schwerter behalten haben und der Verlust von einem dieser sorgsam behüteten und wertvollen Schwerter, so die Legende, würde auch den Verlust des Landes bedeuten. Währenddem es den einen über die Jahrhunderte gelang, ihr Schwert zu behalten, sollen es die anderen jedoch im 15. Jahrhundert verloren haben, was als Strafe zur Folge hatte, dass die Türken und andere Heere in ihre Heimat einfielen, sie verwüsteten und diese Gruppe der Siebenbürger Sachsen ausgelöscht wurde. Im Wesentlichen an dieser Legende, welche zwar sehr stilisiert und auch nicht vollständig ist und ebenso fiktive Elemente enthält, lässt sich in der Folge nun aber die Geschichte der Siebenbürger Sachsen, welcher wir uns nun im Detail widmen wollen, recht gut erörtern. Tatsächlich herrschten zu der Zeit, in der sie begannen, aus dem deutschen Raum auszusiedeln, wohl zeitweilige Hungersnöte, die möglicherweise durch eine Überbevölkerung mitbedingt gewesen sein könnten, vor. Besonders diese beiden Faktoren, eine hohe Bevölkerungszahl zum einen und eine enger werdende Versorgungslage zum anderen, könnten es also gewesen sein, die zunächst fruchtbaren Boden für die Aussiedlungsbereitschaft vieler Deutscher, aus denen sich später die Siebenbürger Sachsen entwickeln sollten, geschaffen hatten.
Wenige Jahrhunderte früher war das spätere Siebenbürgen nach der Völkerwanderung und dem Untergang des germanischen Gepidenreiches wiederum unter ungarische Vorherrschaft gefallen. Die Ungarn hatten es geschafft, das Karpatenbecken zu erobern und sich in der gesamten pannonischen Tiefebene und der Pusta zu verfestigen. Die ungarischen Könige mussten jedoch zu genau der Zeit, in der die Bevölkerung im deutschen Raum, also über das Maß des Erträglichen hinaus, zu wachsen begann, damit beginnen, ihr Land auszubauen, um es langfristig sichern zu können und es in eine klassische mittelalterliche Kulturlandschaft wandeln zu können, eben um so gegenüber den anderen mittelalterlichen Staaten Europas konkurrenzfähig zu bleiben. Zu einem wesentlichen Teil dieser Absicherungsstrategien der Ungarn wurde es in der Folge auch Anwerbungen von deutschen Siedlern aus dem Westen, die sich als Bauern, Bürger, Bergleute und auch Adlige am Aufbau weiter Teile Ungarns beteiligen sollten, durchzuführen. Unter dem ungarischen König Geza II., der im mittleren 12. Jahrhundert über Ungarn herrschte, wurde so, mit Zustimmung der Lokalherren des deutschen Raumes, damit begonnen durch Mittelmänner, gezielt Anwerbung von deutschen Siedlern, die sich vor allem in den tendenziell nördlicheren Randgebieten Ungarns niederlassen sollten, zu betreiben. Über die lose Bewerbung des ungarischen Königreiches hinaus wurden den Neusiedlern hierzu auch Privilegien und Rechte zugesichert. Die Versprechungen von neuen fruchtbaren Land und mehr Rechten dürften in der beschriebenen Situation, die in dem Ursprungsgebiet der Siebenbürger Sachsen vorherrschte, auf fruchtbaren Boden getroffen sein. Und so kam es schon bald, dass sich beträchtliche Mengen von Siedlern aus dem mittelalterlichen Westdeutschland auf dem Weg nach Osten machten, um sich in Siebenbürgen niederlassen zu können. Auf dem weiten Weg nach Siebenbürgen entstanden im Rahmen dieser Siedlungszüge, welche in Wellen über Jahrzehnte andauern sollten, mehrere Zwischenstationen, an denen sich einige Siedler bereits niederließen und Infrastrukturen, welche die Weiterreise ermöglichten, etablierten. So kam es vermutlich auch, dass sich deutsche Minderheiten entlang der Routen nach Siebenbürgen in Zips und Marmarosch etablierten, welche in der Folge begannen, Dörfer zu errichten und Burgen und Städte anzulegen. Diese Anwerbung von deutschen Siedlern im Zuge der deutschen Ostsiedlung sollte sich unter den kommenden Königen jedoch noch zusätzlich verstärken und unter Stefan II., welcher zu Ende des 12. Jahrhunderts König von Ungarn war und vielfach um einen Ausbau seines Landes bemüht war, einen ersten Zenit erreichen. Die Ansiedlung der Deutschen im ungarischen Königreich lief dabei jedoch nicht ungeordnet oder gar unkontrolliert ab. Besonders im Fall Siebenbürgens war das Vorgehen beim Aufbau der Kulturlandschaft sogar ein sehr organisiertes und ein zielstrebiges. Auch aus dem Grund, dass man bewusst Siebenbürgen als östlichsten Teil des ungarischen Reiches aufbauen wollte, zogen die Siebenbürger Sachsen von Beginn an in dieses Gebiet und ließen sich nicht etwa in unmittelbarer Grenznähe zum Heiligen Römischen Reich nieder, wie es beispielsweise die Heinzen im späteren Burgenland taten. Ein wesentliches Ergebnis davon war, dass sich direkt Hauptorte bei der Ansiedlung der Siebenbürger Sachsen herausbildeten, von denen aus das weitere Vorgehen koordiniert wurde. Diese frühen mittelalterlichen Siedlungen und ersten 13 Hauptorte der entstehenden Siebenbürger Sachsen waren Hermannsstadt, welches ursprünglich als Hermannsdorf gegründet wurde, Stolzenburg, Großscheuern, Burgberg, Hammersdorf, Neppendorf, Schnellenberg, Alzen, Kirchberg, Leschkirch, Großschenk, Mergeln und Schönberg. Im Wesentlichen hieraus und aus einigen von genau diesen Orten entwickelten sich auch die späteren sieben Hauptstühle von Siebenbürgen. Währenddem man schätzt, dass sich bei der ursprünglichen Siedlungswelle nur rund 2500 bis 5000 Siedler in Siebenbürgen niedergelassen hatten, wuchs die Zahl der Siebenbürger Sachsen in den folgenden Jahrzehnten stark an. Und die ursprünglich wenigen Siedler begannen sich von den Gebieten dieser ersten Ansiedlung gemeinsam mit weiteren Siedlern aus dem deutschen Raum auch in benachbarten Gebieten wie dem im Südosten Siebenbürgens gelegenen Burzenland, wo sie Städte und Dörfer wie Kronstadt gründeten, oder dem im Norden entstehenden Nösner Gau, wo sie noch heute große Niederlassungen wie Bistritz initial errichteten, anzusiedeln. Im Burzenland, dem Südosten Siebenbürgens, wurde die Niederlassung von Deutschen und die Gründung deutscher Burgen zudem noch dadurch begünstigt, dass die Deutschritter im frühen 13. Jahrhundert in diesem Gebiet eine Zeit lang einen Kreuzfahrerstaat errichteten, welcher als ungarische Mark eine Weile lang garantierte, das ungarische Königreich gen Osten hin von einfallenden Völkern der dortigen Steppenlandschaften geschützt wurde. Wenngleich die Deutschritter ihren eigentlichen Ordensstaat jedoch später im Baltikum errichten sollten und diese Herrschaft im Burzenland nur kurzweilig Bestand hatte und dann wieder aufgelöst wurde, hatte sie einen nicht unbeträchtlichen Einfluss auf die weitere Ausbreitung von deutschen Siedlern und damit auch die Städte- und Dörfergründung in dieser Region.
Über das 12. und 13. Jahrhundert, in dem also ein Großteil dieser Ansiedlung erfolgt war, hinaus verfestigten sich die Strukturen der Siebenbürger Sachsen jedoch zunehmend, so dass sie territorial, ihrem ethnischen Anteil nach und kulturell im frühen 13. Jahrhundert einen ersten Zenit erreicht hatten, der für die kommenden rund 300 Jahre anhalten sollte und ihnen noch bis in die jüngere und jüngste Geschichte eine beträchtliche Vormachtstellung in Siebenbürgen verschaffte. Maßgeblich bedingt war dies auch durch die bereits benannten Selbstverwaltungsrechte, welche die Siebenbürger Sachsen als Ansiedlungsanreize von den ungarischen Königen erhalten hatten und sich auch über diese Zeit hinaus in abgewandelter Form bewahrten. In Kombination mit den aus der Ursprungssiedlung entstehenden sieben Hauptstühlen der Siebenbürger Sachsen entwickelte sich hieraus ein komplexes Rechtssystem, welches in gewissem Maße noch bis vor rund 100 Jahren Bestand hatte. Dieses schlug sich vor allem in der Form der sogenannten Nationaluniversität wider, die wenngleich nicht alle, aber doch viele Teile des Siebenbürger Raums, der von Deutschen bewohnt wurde, abdeckte. Dieses Rechtssystem regelte im Wesentlichen die Beziehungen zwischen den Siebenbürger Sachsen, dem ungarischen Adel und den sogenannten Säcklern, welche eine gemischte Volksgruppe waren, die vor allem im Osten und Norden Siebenbürgens lebte. Dieses Rechtssystem bestand in seiner formal legitimierten Form vom angehenden 15. bis zum ausgehenden 19. Jahrhundert. Durch die Rolle, welche sich die Siebenbürger Sachsen als kulturell und wirtschaftlich vermutlich einflussreichste Gruppe in Siebenbürgen erarbeitet hatten, hielten ihre Folgen aber noch bis in das späte 19. und das 20. Jahrhundert an. Die genaue Artung dieses Rechtswesens hier zu erörtern, würde jedoch etwas weit abführen, deswegen sei es hier also nur angemerkt. Ebenso bereits im Mittelalter kam es jedoch auch zur Etablierung von einem eigenen Sitten- und Wertekanon der Siebenbürger Sachsen. Die Wertevorstellungen der Siebenbürger Sachsen wurden nämlich bereits von Beginn an maßgeblich durch die Landschaft und deren Eigenheiten, in welcher sie sich niederließen, geformt. Grundlegend pflegten die Siebenbürger Sachsen nämlich sehr konservative Vorstellungen davon, was ihr Volk war und welche Dinge ihm eigen wären. So wussten sich die Siebenbürger Sachsen deutlich von den anderen Ethnien Siebenbürgens abzugrenzen und sich mit Angehörigen fremder Völker zu ehelichen, galt prinzipiell als unsittlich und verrufen. Wenngleich auch hier differenziert wurde, mit welcher anderen Volksgruppe man sich mischte, konnte das Ergebnis oft der eigene Ansehensverlust und manchmal sogar Ausgrenzung sein. Vermutlich auch aus der Ausbreitungsgeschichte der Siebenbürger Sachsen heraus war es bedingt, dass Familien mit vielen Kindern ein tendenziell höheres Ansehen genossen und das Kinderhaben unter den Siebenbürger Sachsen gemeinhin als eine Grundpflicht gegenüber der Gesellschaft betrachtet wurde. Seit der Reformation und derer Umsetzung in Siebenbürgen war ein nicht unwesentlicher Bestandteil der Identität der Siebenbürger Sachsen in den protestantischen Gebieten zudem ein tief verwurzelter lutherischer Glaube. Über die kommenden Jahrhunderte und vor allem mit der angehenden Neuzeit bildete sich zudem der Trend heraus, dass es jenseits von Kriegen, welche Teile des Siebenbürgener Siedlungsraums verwüsteten, zunehmend zu einer passiven Unterwanderung von zunächst deutschen Städten Siebenbürgens kam, womit vor allem die ländlichen Gebiete der Siebenbürger Sachsen traditionsbewusster wurden und ihre Bräuche noch bis in die jüngere Geschichte umso intensiver pflegten. Insbesondere die ländlichen Strukturen, welche die Siebenbürger Sachsen in ihrer Heimat errichteten, waren jedoch auf ihre Weise auch besonders. Nach ihrer Niederlassung etablierten die Siebenbürger Sachsen in ihrer neuen Heimat eine ganz eigene Kulturlandschaft, die sich vor allem an die umgebende Natur und die örtlichen Bedingungen anpasste. So verbreiteten sich Straßen und Angerdörfer im gesamten siebenbürgischen Raum und die übliche bewaldete Tälerlandschaft im Inneren des Karpatenrings, der Siebenbürgen begrenzte, begünstigte, dass sie begannen, die Talsohlen lang und weit zu roden und die Wälder auf den Kuppen der Hügel für die Forstwirtschaft kultivierten. Besonders im sogenannten Siebenbürger Weinland kultivierte man an den Hängen der sommertrockenen Hügellandschaften zudem Wein. Ursprünglich wurden bei der Gründung eines neuen Ortes die einzelnen Grundstücke jeweils an die Siedler zugelost. Die Häuser wurden häufig mit dem Giebel zur Straße hin errichtet und nach hinten hin teils über 100 Meter weit ausgebaut. Zu den Straßen der Dörfer selbst wurden mittels von Mauern, welche zwischen den einzelnen Häusern errichtet wurden, zudem geschlossene Einheiten konstruiert. Kirchen, Rathäuser und Schulen befanden sich traditionell in der Ortsmitte. Die Dörfer der Siebenbürger Sachsen selbst entstanden dabei sehr oft um Markt- und Kirchenflecken, wodurch es eine Vielzahl von Orten gibt, die in Siebenbürgen den Namenszusatz Markt trugen. Um also nur ein paar Beispiele von größeren Ortschaften zu nennen, so gab es beispielsweise einen Neumarkt, Zillenmarkt, Schomlenmarkt oder Niklasmarkt. Andere Orte entstanden wiederum um Wehrkirchen oder Burganlagen, was wiederum ebenso durch die Grenzlage im Osten des ungarischen Königreiches bedingt war,
wodurch der Namenszusatz Burg ebenso recht geläufig war. So trugen diesen etwa Städte wie Karlsburg, Schäßburg, Straßburg, Torenburg oder Klausenburg. Seltener hingegen als in anderen östlichen Siedlungsgebieten deutscher Volksgruppen waren germanisierte Ortsnamen slawischer oder ungarischer Volksgruppen verbreitet. Tatsächlich dürften sich in die Siebenbürger Sachsen, trotz derer jahrhundertelangen Präsenz in Siebenbürgen, auch relativ wenige Angehörige anderer Volksgruppen assimiliert haben. Wenngleich hingegen nicht wenige Siebenbürger Sachsen in die vor Ort lebenden Ungarn und manchmal auch Rumänen aufgingen. Wie wir also schon geklärt haben, kamen die meisten Siebenbürger Sachsen eigentlich aus dem heutigen Westdeutschland und nur die wenigsten von ihnen aus dem thüringisch-obersächsischen Raum. Die Bezeichnung Siebenbürger Sachsen kam hingegen mit der Zeit auf. Vermutlich war der Anlass hierfür, dass man die deutschen Siedler in ungarischen Niederschriften als Saxones bezeichnete. Der Begriff Saxones stammt wiederum von dem spätantiken und frühmittelalterlichen Stamm der Sachsen und wurde in Osteuropa in vielen Ländern für alle Deutschen verwendet. Ebenso wie der Begriff Allemand von den Alemannen stammt und noch heute in Frankreich benutzt wird, um alle Deutschen zu bezeichnen. Zusätzlich wurden als Saxones aber auch deutsche Ritter bezeichnet, wobei dieser Begriff in solchen Fällen dann vor allem spezifisch den Adelsstand beschrieb. Von der einfachen ungarischen und rumänischen Bevölkerung sowie umliegend lebenden Slawen wurden die Siebenbürger Sachsen hingegen lange Zeit schlicht als Nemet bezeichnet. Diese Bezeichnung leitet sich dabei aus westslawischen Sprachen ab und bedeutet ursprünglich vermutlich so viel wie die Stummen oder die Verschwiegenen und zeugt davon, dass Westslawen die Deutschen aufgrund ihrer germanischen Sprache vor allem im Frühmittelalter nicht verstehen konnten. Währenddem dieser Begriff in Rumänien mit den Jahrhunderten verfallen ist und durch andere Worte ersetzt wurde, um Deutsche und Deutschland zu bezeichnen, existiert er zum Beispiel in Polen noch heute, wo man Deutsche als Niemki bezeichnet. Dadurch, dass dieses Wort aber früher auch im Rumänischen noch bekannt war, ist es mitunter noch heute möglich, in rumänischen Ortsnamen zu erkennen, ob ein Ort mal von Deutschen bewohnt war. Eben da sich das Wort Nemet in nicht wenigen Fällen als Ortsnamenzusatz erhalten hat. Für die Siebenbürger Sachsen wird dieser Name aber das erste Mal im frühen 13. Jahrhundert geläufig. Somit gingen die Deutschen in Siebenbürgen also als Siebenbürger Sachsen in die Geschichte ein, obwohl die meisten von ihnen ursprünglich eben nicht aus Sachsen kamen. Die Siebenbürger Sachsen hatten dabei aber zu der meisten Zeit ein ethnisches Selbstverständnis als Deutsche bewahrt. Die Bezeichnung Siebenbürger Sachsen war also eher eine lokale Identität, wie man sie noch heute innerhalb der deutschen Länder, beispielsweise in der Form von Schwaben, Bayern, Thüringern oder Franken kennt. Im 16. und 17. Jahrhundert nahmen die Siebenbürger Sachsen sie allerdings als Eigenbezeichnung für eben diese lokale Identität an. Zwar gab es erste Zäsuren in der Siedlungslandschaft der Siebenbürger Sachsen bereits im 13. Jahrhundert, in welchem es 1241 zum Mongolensturm, der weite Landstriche der Siebenbürger Sachsen verwüstete, kam, doch der zumindest territoriale Niedergang des Siedlungsraumes der Siebenbürger Sachsen und damit auch ihres absoluten und prozentualen Anteils an der Bevölkerung Siebenbürgens setzte erst mit dem 15. Jahrhundert und den Türkenkriegen ein. Dabei waren die Städte der Siebenbürger Sachsen jedoch zumeist gut gegen die Türken, die durch die Walachei nach Siebenbürgen vordringen wollten, aufgestellt. Durch ihren immensen Wohlstand war es ihnen gut möglich, ihre Städte adäquat gegen die Türken zu schützen und die langfristigen Aussichten von diesen, darauf Siebenbürgen zu unterwerfen, zunichte zu machen. So konnte ein erstes größeres Aufgebot der Türken, welches von Süden her in Siebenbürgen eingedrungen war, maßgeblich unter der Führung der Siebenbürger Sachsen im Jahr 1479 unter der Führung von Thomas Tautenberger, der Hermannstädter Bürgermeister war und sich auch mit den ungarischen Lokaladel und den Säcklern verbündet hatte, abgewehrt werden. Selbiges galt jedoch nicht für das Umland. Die Siebenbürger Bauern errichteten zwar rasch Wehrkirchen und Bauernburgen, aber die Häufigkeit und Vehemenz der türkischen Einfälle in den Süden Siebenbürgens, in dem also genau das Siedlungsgebiet der Siebenbürger Sachsen gelegen war, führten trotzdem dazu, dass weite ländliche Gebiete verwüstet wurden. Dabei hatten sich die Türken von dem Gedanken, Siebenbürgen erobern zu können, vermutlich bereits nach ihrer Niederlage gegen die Hermannstädter verabschiedet. Aus diesem Grund hatten sie einen Strategiewechsel beschlossen. Es ging nun vor allem darum, Siebenbürgen zu schwächen und von dem beständigen Gegner im Norden zumindest finanziell profitieren zu können. Sie versuchten nun also, schlicht mit raschen Einfällen Sklaven unter der Zivilbevölkerung zu machen, die oft nicht mal gegen Lösegeld wieder freigekauft werden konnten, sondern teils bis tief nach Anatolien verschleppt wurden. Währenddem die starken und reichen Städte Siebenbürgens, wie etwa Hermannstadt, Torenburg oder auch Kronstadt, diese Türkenstürme recht gut abwettern konnten,
setzte jene sogenannte Renner- und Brennertaktik des türkischen Heeres den ländlichen Stühlen, wie etwa dem Stuhl Broos, schwer zu. Zwar gab es Wehrkirchen und Fluchtburgen, doch oft waren ganze Ortschaften versklavt, bevor ihre Einwohner diese aufsuchen konnten. Im Wesentlichen hierdurch wurde auch der Siedlungsraum der Siebenbürger Sachsen im 15. Jahrhundert, zumindest seiner Fläche nach, auf jenen, der noch im 19. Jahrhundert bestand, zurückgeworfen. Währenddem die Siebenbürger Sachsen vor den Türkenkriegen, die vielleicht sogar in absoluten Zahlen zahlreichste Gruppe unter den Ethnien in Siebenbürgen waren, hatten ihnen die Folgen von diesen in solchem Maße zugesetzt, dass sie im Gegenzug unter den großen Ethnien Siebenbürgens, den Ungarn, Deutschen und Rumänen, ihrer Zahl nach nun am schwächsten waren. Das große Unglück der Siebenbürger Sachsen war es in diesem Fall, dass ihr Siedlungsraum so weit im Süden und eben im anfälligsten Teil Siebenbürgens gelegen gewesen war. Wenngleich es den anderen Volksgruppen Siebenbürgens in einer solchen Situation wohl kaum besser ergangen wäre und die Sachsen mit der Errichtung von Wehrkirchen und Bauernburgen sowie dem Schutz der mächtigen Städte das Schlimmste noch abwehren konnten und die Bilanzen für die anderen Bevölkerungsgruppen in dieser Situation vermutlich noch schlechter ausgesehen hätten, war das Ergebnis der Türkenkriege fatal. Im Übrigen auch in diesem Umstand ist der Grund dafür zu finden, dass viele Städte und Dörfer in Siebenbürgen nicht nur einen, sondern mehrere deutsche Namen haben. So trug die Stadt Königsberg zum Beispiel auch den Namen Wulst oder Rümnig, Karlsburg hieß auch Weißenburg, Zillenmarkt auch Waltenberg oder Bistritz auch Nösen, um hier also nur ein paar Beispiele zu nennen. Dies war eben dadurch bedingt, dass die einheimische Bevölkerung dieser Orte manchmal so umfangreich vertrieben oder ausgelöscht wurde, dass sie von den Siebenbürger Sachsen neu besiedelt und unter neuen, ebenso deutschen Namen, quasi neu gegründet wurden. Ebenso im 15. Jahrhundert war es, dass der berühmt-berüchtigte Vlad III., der vermutlich selbst in Schäßburg geboren worden war und möglicherweise sogar eine Großmutter aus deutschem Niederadel hatte, gegen die Hermannstädter ins Feld zog und somit die Vormachtstellung, die sich diese durch ihre Militarisierung erarbeitet hatten, gegenüber seiner Autorität einen Riegel vorschob. Möglicherweise hätte die weitere Aufrüstung der Siebenbürger Stühle in der Langfrist sogar bedeuten können, dass die Siebenbürger Sachsen in Siebenbürgen auch eine militärische und damit administrative Vormachtstellung hätten errichten können. Was eben dadurch möglich gewesen wäre, dass der Rest Ungarns mit den Türken einfällt und sich selbst beschäftigt war. Im Wesentlichen durch diese teils auch sehr brutale Intervention von Vlad III. Sollte es hierzu aber nicht mehr kommen. Im Wesentlichen dieses Vakuum zwischen den Türken im Süden und einem mit diesen und sich selbst beschäftigten Ungarn im Westen hielt dann für rund 150 Jahre an. Mit der Zeit und ab dem späten 17. Jahrhundert geriet Siebenbürgen unter die Vorherrschaft von Österreich und damit in der Langfrist Österreich-Ungarns. Nach dem gescheiterten Ablösungsversuch Ungarns von der Doppelmonarchie wurde Siebenbürgen jedoch dem ungarischen Reichsteil zugeschlagen. All dies hatte auch zur Folge, dass die ungarischen Elemente in der Region deutlich gestärkt wurden und spätestens ab dem angehenden 19. Jahrhundert ein zunehmender Ungarisierungsdruck in der Landschaft ausgeübt wurde. Die Siebenbürger Sachsen konnten sich diesem Magyarisierungsdruck, der auf Minderheiten in Ungarn ausgeübt wurde, jedoch mit am besten entziehen. Bereits seit 1722 hatte so im Raum der Siebenbürgener Sachsen eine feste Schulpflicht geherrscht. Und die Alphabetisierungsquote war unter den Siebenbürger Sachsen eine der höchsten in ganz Österreich-Ungarn. Zum anderen schützte aber auch die lutherische Kirche Siebenbürgens die Interesse der Siebenbürger Sachsen und insbesondere die Bürgerschicht der großen Städte pflegte seit dem ausgehenden 17., aber insbesondere dem 18. Jahrhundert gute und enge Kontakte nach Österreich und in die anderen deutschen Staaten. Insofern wirkten sich diese Ungarisierungsbestrebungen zu dieser Zeit also vor allem auf die Rumänen im Land aus. Dennoch begann die Dominanz der Siebenbürger Sachsen in ihrer eigentlichen Heimat, den nach dem 15. Jahrhundert verbliebenen Siedlungsgebiet ihrer Volksgruppe, ab dem 19. Jahrhundert mäßig stark zu schwinden. Grund hierfür war aber auch der Zuzug von Rumänen, welche sich ab dem 16. Jahrhundert im menschenleeren Land, wo einst die Dörfer der Siebenbürger Sachsen, die von den Türken entführt worden waren, niedergelassen hatten und sich nun auch in den Städten Siebenbürgens ansiedelten. Währenddem beispielsweise Kronstadt, Bistritz und Hermannstadt, die Jahrhunderte zuvor kulturell und ethnisch immer von Deutschen dominiert wurden, kippten diese Verhältnisse nun zunehmend. Grund hierfür war auch die Ungarisierungspolitik, welche die kulturellen Selbstverwaltungsrechte der Siebenbürger Sachsen beschnitt, aber oft nicht etwa wie intendiert zu einer Ungarisierung führte, sondern im Gegenzug die Rumänen begünstigte.
Die zusätzliche Landflucht beförderte, dass manche Dörfer an Einwohnern verloren und sich dort, wo einst Siebenbürger Sachsen lebten, nun Rumänen ansiedelten. Charles Bonner, ein englischer Reisender und Dichter, schrieb im Jahr 1865 zu seinen Beobachtungen der demografischen Lage in Siebenbürgen: Allein wie kommt es, dass diese deutschen Ansiedler so dahinschwinden, anstatt das Land mit ihrer Nachkommenschaft zu bevölkern? Es gibt Dörfer, in welchen die Bevölkerung seit 100 und mehr Jahren stationär geblieben ist. In anderen, die ursprünglich von lauter Deutschen bewohnt waren, findet man heute kaum noch einen Deutschen. Die ganze Einwohnerschaft ist rumänisch. Dieser Wechsel hat sich seit der Kindheit noch jetzt lebender Leute bis heute vollständig vollzogen. Selbst von der Kanzel herab wurde das an sich schwierige und heikle Thema sehr eindringlich und mit großer Beredsamkeit behandelt. Überall im ganzen Land werden die Sachsen, welche früher den ersten Rang einnahmen, allmählich in den zweiten zurückgedrängt. Wenngleich die Siebenbürger Sachsen also spätestens im 19. Jahrhundert ihrem Anteil und dem Verhältnis gegenüber anderen Ethnien nach auch in absoluten Zahlen zurückstecken mussten, blieben sie jedoch zumindest in der Gesamtkonstellation, in welcher sich Siebenbürgen befand, und auch nach wie vor auf eine kulturelle und ökonomische Weise die in einem gewissen Sinne dominanteste Gruppe. Der kommende Niedergang der Siebenbürger Sachsen und dass sie zu diesem Zeitpunkt in einem gewissen Sinne bereits nur noch ein Schatten ihrer hochmittelalterlichen selbst waren, war jedoch deutlich zu erkennen. Ein nicht unwesentlicher Grund hierfür war auch, dass die Geburtenraten der städtischen Siebenbürger Sachsen stark zurückgegangen waren und sich die ländlichen Siebenbürger Sachsen nur ungerne in nicht-sächsischen Dörfern ansiedelten. Der an sich noch recht große Kinderreichtum unter den dörflich lebenden Siebenbürgener Sachsen, der sich mit dem der Rumänen oder Ungarn Siebenbürgens durchaus messen konnte, fand sein Ende jedoch mit dem Ausbruch des Ersten Weltkrieges, bei welchem die ländlichen Siebenbürger Sachsen von allen Ethnien Siebenbürgens aufgrund der Frontnähe zu Rumänien und Galizien zum einen und ihrer deutschen Volkszugehörigkeit zum anderen in den wehrfähigen Generationen junger Männer am stärksten belastet wurden. Nach dem Ende des Ersten Weltkrieges sahen sich die Siebenbürger Sachsen gezwungen, sich mit den neuen Herrschern in Siebenbürgen zu arrangieren. Ursprünglich standen viele Siebenbürger Sachsen einem Anschluss Siebenbürgens an Rumänien dabei wohl gar nicht feindselig gegenüber. Immerhin hatten die Rumänen versprochen, die Ungarisierungspolitik zu stoppen und den Siebenbürger Sachsen im Gegenzug mehr Selbstbestimmungsrechte zurückzugeben. Tatsächlich fand die Magyarisierungspolitik Siebenbürgens auch ein rasches Ende. An ihre Stelle trat ab dem Ende des Ersten Weltkrieges allerdings eine noch stärker ausfallende Rumänisierungspolitik, deren Folge auch die endgültige Auflösung der Siebenbürger Nationaluniversität war. Wenngleich der Anteil der Siebenbürger Sachsen an der Gesamtbevölkerung Siebenbürgens also weiter schrumpfte, gelang es den Siebenbürger Sachsen im Rumänien dieser Zeit aber trotzdem noch ihren Boden grundlegend zu stehen. Sie waren nach wie vor die wirtschaftlich bedeutendste Gruppe in Siebenbürgen und hatten Institutionen, welche für ihre Interessen einstanden. Zudem gelang es ab Mitte der 30er Jahre auch die Geburtenraten der Siebenbürger Sachsen wieder zu stabilisieren, wodurch die Bevölkerung zumindest in absoluten Zahlen langsam wuchs. Zusätzlich waren Verbände der Siebenbürger Sachsen zunehmend darum bemüht, sich auch mit den Rumänen und der rumänischen Regierung gutzustellen. Auf die heißeste Phase unmittelbar in der Nachkriegszeit folgte also in den späten 20er und vor allem den 30er Jahren eine kurze Zeit der Entspannung. Kurz vor dem Ausbruch des Zweiten Weltkrieges lebten in Siebenbürgen rund 350.000 Sachsen in den ländlichen Gebieten Siebenbürgens und rund 150.000 Siebenbürger Sachsen in den Städten Siebenbürgens. In den 1930er Jahren war Siebenbürgen also die Heimat von rund einer halben Million Deutschen. Andere Zahlen setzen diesen Wert zuweilen aber auch deutlich niedriger und manchmal auch höher an. So heißt es in manchen Quellen, dass es nur rund 300.000 Siebenbürger Sachsen gegeben hätte. Diese Verwirrung, welche es also um die eigentlichen Zahlen von Siebenbürger Sachsen im Rumänien dieser Zeit gibt, ist aber auch nicht unmaßgeblich durch die Katastrophe, welche der Zweite Weltkrieg oder besser dessen Ausgang für diese darstellte, bedingt. Ab 1933 entwickelte sich die Lage der Siebenbürger Sachsen wie jene vieler Rumänien- und Ungarndeutschen dabei zunächst noch recht vielversprechend. Wo die Weimarer Republik in der Frage der Volksdeutschen in Osteuropa in der Regel auf ganzer Linie versagt hatte, gelang es dem Deutschen Reich, stabile und zentrale Organisationen von diesen zu etablieren, welche die Interessen der Volksdeutschen geschlossen vertraten. Wenngleich diese die Machtbasis der deutschen Minderheiten in osteuropäischen Ländern zunächst verstärkten, stand hier in der Regel und auf zweiter Linie aber auch der Gedanke der Gleichschaltung dieser im nationalsozialistischen Sinne hinter.
Als es 1940 zum sogenannten Zweiten Wiener Schiedsspruch kam, wurde Siebenbürgen in eine nördliche und eine südliche Hälfte geteilt, wobei der überwiegend ungarische Norden an Ungarn fiel und der überwiegend rumänische Süden bei Rumänien verblieb. Dementsprechend gestaltete sich aber auch die Mobilisierung der Deutschen im Norden und im Süden Siebenbürgens während des Zweiten Weltkrieges. Als sich das Kriegsglück jedoch zu Ungunsten Deutschlands wendete, liefen die Rumänen am 23. August 1944 zu den Alliierten über und verrieten die Achsenmächte. Die weitreichenden Folgen dieses Verrates sollten schlussendlich auch der initiale Faktor dafür sein, dass die Siebenbürger Sachsen als Volksgruppe vernichtet wurden. Bereits während ihres Rückzuges gelang es der Wehrmacht so, noch viele Siebenbürger Sachsen aus Siebenbürgen zu evakuieren und mit nach Deutschland zu bringen. Rund 70.000 Siebenbürger Sachsen verschwanden bereits auf diese Weise aus Rumänien. Zusätzlich kamen viele Soldaten, die in der Wehrmacht oder Waffen-SS gedient hatten, gar nicht erst nach Siebenbürgen zurück. Sowohl da sie Racheaktionen der nun kommunistischen Regierung Rumäniens hätten fürchten müssen, als auch weil es ihnen schlicht und ergreifend verboten wurde. Des Weiteren wurden sämtliche nicht eingezogene Männer zwischen 16 und 45 Jahren sowie alle Frauen von 18 bis 35 Jahren von der kommunistischen Regierung Rumäniens an die Sowjets ausgeliefert und zu Zwangsarbeiten in die Sowjetunion, vor allem in das Uralgebiet und nach Sibirien deportiert. Hunderte, wenn nicht tausende Siebenbürger Jungen zwischen 12 und 16 Jahren wurden zudem teils willkürlich als Werwölfe bezeichnet und ebenso in die Sowjetunion deportiert. Die menschlichen Verluste waren durch die extrem schlechten Lebensbedingungen in beiden Fällen enorm. Spätestens ab 1946 wurden zudem sämtliche Landbesitze von Siebenbürger Sachsen enteignet und an Rumänen überschrieben. Ab dem Jahr 1948 wurden zudem sämtliche Produktionsmittel in Rumänien im Sinne des Kommunismus verstaatlicht, wobei im Fall der Siebenbürger Sachsen jedoch mit besonderer Härte gegen diese vorgegangen wurde und man sicherstellte, dass diese keine höheren Ämter in neu geschaffenen Großbetrieben belegen konnten. Ebenso wurden sehr viele Häuser und Wohnungen von Siebenbürger Sachsen enteignet und ebenso an Rumänen, welche als Neusiedler aus dem Süden kamen, vergeben. In Schauprozessen wurden vermeintliche Kriegsverbrecher unter den Siebenbürger Sachsen angeklagt und als angebliche Verantwortliche verurteilt. Jedes größere Vermögen war sowieso verstaatlicht worden. Der Gebrauch der deutschen Sprache war in der Öffentlichkeit faktisch unmöglich. Die Kommissare der rumänischen Kommunisten allgegenwärtig. Die Auswanderungsbereitschaft der Siebenbürger Sachsen war immens. Die rumänische Regierung erlaubte es schließlich ab den 1950er Jahren der BRD, Siebenbürger Sachsen und andere Rumäniendeutsche, sofern diese Verwandte in ihr hatten, freizukaufen. Pro Kopf musste an die rumänische Regierung ein Lösegeld von 10.000 Mark gezahlt werden und jeglicher Eigentum, das die Deutschen in Rumänien hatten, wurde enteignet und an die rumänische Regierung übergeben. So kam es bereits in den 1950er und 1970er Jahren zu großen Auswanderungswellen der immer noch unter schweren Repressionen lebenden Siebenbürger Sachsen. Wie viele Siebenbürger Sachsen in der rumänischen Volksrepublik insgesamt gelebt hatten, wird rückblickend wohl kaum noch gesagt werden können, da eben nicht bekannt ist, welche genaue Zahl es von ihnen vor dem Weltkrieg gab und wie viele von ihnen aus der Sowjetdeportation zurückgekehrt sind. Fakt ist jedoch, dass 1990 noch rund 120.000 Siebenbürger Sachsen in Rumänien gelebt haben. Nach dem Zusammenbruch des Ostblocks und dem Fall des Eisernen Vorhangs kam es bis in die 2000er Jahre zu einer massiven Auswanderungswelle dieser Siebenbürger Sachsen aus Rumänien. Rund 90% der verbleibenden Siebenbürger Sachsen wanderten in die BRD oder nach Österreich aus. Der verbleibende Rest ist entweder durch starke wirtschaftliche Interessen an die Region gebunden und heute der Oberschicht des rumänischen Transsilvaniens angehörig, so entstammen insbesondere in den letzten 20 Jahren Siebenbürger Sachsenfamilien sogar wichtige Staatsleute Rumäniens, oder heute eben hoffnungslos überaltert. Im Jahr 2023 kann den Siebenbürger Sachsen im Grunde attestiert werden, ausgestorben zu sein. Die ehemaligen Dörfer der Siebenbürger Sachsen wurden entweder von örtlichen Rumänen und Ungarn neu besiedelt, in welchen Fällen sie heute noch bewohnt sind, oder zeitweilig von Roma bezogen, wobei jene Orte in der Regel abbruchreif und heute einwohnerleer sind. Insgesamt sind heute rund 20.000 historische Bauwerke, die mit den Siebenbürger Sachsen assoziiert werden konnten, stark gefährdet. Die letzten vitalen Teile der Siebenbürger Sachsen in Rumänien sind Individuen, die sich nach dem Ende des Ostblocks hauptsächlich wirtschaftlich oder politisch wieder profilieren konnten. Nichtsdestotrotz wird das Erbe der Siebenbürger Sachsen heutzutage in Rumänien noch in verhältnismäßig gutem Gedächtnis gehalten. Zuweilen finden sich so noch deutsche Ortsbeschilderungen, Namen von öffentlichen Einrichtungen oder sogar öffentlichen Aushängen.
Als letzte größere Institution der Siebenbürger Sachsen besteht noch heute die lutherische Kirche. Für die gegenwärtig wenig tausenden verbleibenden Siebenbürger Sachsen dürfte die Zukunft trotzdem alles in allem ziemlich schwarz aussehen. Währenddem jedoch beispielsweise in Polen, den Deutschen und Deutschland gegenüber auch heute noch mit teils offener Ablehnung begegnet wird, man in Tschechien verhalten negative Töne anschlägt und in Ungarn die deutsche Geschichte einiger Landesteile eher weniger diskutiert ist, wird das Erbe der Siebenbürger Sachsen im heutigen Rumänien allerdings fast schon positiv beurteilt. Hiermit wären wir aber am Ende dieses Videos über die Geschichte und Kultur der Siebenbürger Sachsen angekommen. In einem gewissen Sinne ist die Geschichte der Siebenbürger Sachsen auch für unsere Gegenwart und den Staat, in dem wir leben, auf die eine oder andere Weise vielleicht aktueller als manch einem lieb ist. Wenn euch dieses Video aber gefallen hat, dann würde ich mich über ein Like und ein Abo freuen und ich hoffe wie immer, dass wir uns beim nächsten Mal wiedersehen. Bis dann!